Sie heißen Sensenmann oder Raubtier. Drohnen sind die Stars der modernen Kriegsführung. Es sind unbemannte Kampfroboter, die Gegner aus großer Höhe erspähen und gezielt töten. Gesteuert von Piloten, die tausende Kilometer entfernt vor Monitoren sitzen. Auch am Boden gibt es schon Roboter, die von Menschen ferngesteuert in den Kampf ziehen. Die Zukunft des Krieges gehört den Robotern und sie hat gerade erst begonnen. Kritiker warnen, dass mit ihnen die Hemmschwelle sinken könnte, einen Krieg zu beginnen. Wenn die Regierungen nicht befürchten müssen, dass Leichensäcke mit den eigenen Soldaten zurückkommen und der Rückhalt in der Bevölkerung dadurch sich verringert, dann könnten sie leichter entscheiden, man schickt ja nur die Maschinen und da sind Verluste nicht so richtig wichtig. Professor Jürgen Altmann ist Physiker und Mitbegründer des Internationalen Komitees zur Kontrolle von Roboterwaffen. Roboter könnten uns besser behandeln als wir uns selbst. Nirgendwo sind Menschen grausamer zueinander als im Krieg. Professor Ronald Arkin ist Robotiker am Georgia Institute of Technology. In Atlanta entwickelt er intelligente Robotersysteme im Auftrag des Militärs. Noch entscheiden Menschen darüber, ob und wann Maschinen im Krieg töten. In einer Denkschrift der US Air Force heißt es aber, bis 2030 ist die Kriegstechnik so weit fortgeschritten, dass Menschen das schwächste Glied der Kette sind. In Zukunft könnten Roboter völlig selbstständig ihr Ziel suchen und ausschalten, ohne menschliche Kontrolle. Autonome Tötungsroboter heißen sie in der Fachsprache. Vorstufen gibt es bereits. Eine neu entwickelte Drohne der US-Marine ist kürzlich selbstständig von einem Flugzeugträger gestartet und wieder darauf gelandet. Bald könnten autonome Drohnen Schwärme in den Krieg ziehen. Einmal programmiert, suchen sie selbstständig ihr Ziel und zerstören es. Auch an Land bahnen sich Kriegsroboter selbstständig ihren Weg. Offiziell werden diese Vierbeiner als Lastenträger entwickelt, aber es wäre technisch möglich, sie zu bewaffnen. Einige Kritiker befürchten sogar, dass bald auch zweibeinige Kampfroboter in den Krieg ziehen könnten. Tatsächlich finanziert das US-Verteidigungsministerium die Entwicklung menschenähnlicher Roboter. Diese Maschinen sollen Rettungseinsätze übernehmen, die für Menschen gefährlich sind, völlig autonom. Auch wenn noch nicht alle diese Roboter tatsächlich bewaffnet werden, es wird irgendwann möglich sein. Die technische und militärische politische Entwicklung zeigt in die Richtung von ferngesteuerten, unbemannten Kampfsystemen in Richtung auf autonome überzugehen und die einzuführen. Um die Entwicklung dorthin aufzuhalten, bevor es zu spät sein wird, ist es wichtig, dass die Staatengemeinschaft sich zusammensetzt und solche Systeme von vornherein verbietet. Calling for an outright ban. Ein allgemeines Verbot zu fordern, ist aus meiner Sicht voreilig. Etwas zu verbieten, nur weil wir Angst davor haben, bringt nichts. Wir müssen uns dem Problem stellen. Lasst uns weiter forschen und sehen, ob wir mit dieser Technik Zivilisten im Krieg besser schützen können. Für Arkin könnten Roboter die besseren Soldaten werden, denn sie handeln nicht emotional. Sie würden weder foltern noch vergewaltigen. Auch die Zahl ziviler Opfer will Arkin mit Kriegsrobotern reduzieren. Er arbeitet an einer Software, mit der Roboter ethisch handeln sollen. Ein konkretes Beispiel. Ein Roboter attackiert ein feindliches Ziel nur, wenn es einen Mindestabstand zu einer Schule oder zu einem Krankenhaus hat. Altmann bezweifelt, dass das zuverlässig funktionieren wird. Er sieht aber noch ein größeres Problem der autonomen Kampfsysteme. Die Hauptfrage ist, kann man zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten unterscheiden, also feindlichen Kämpfern, die man angreifen dürfte oder darf, und zivilen
Personen oder Nichtkämpfern, die man nicht angreifen darf, in etwas unübersichtlicheren Situationen, auch Kampf in der Stadt, wo die Leute, die Kämpfer sich manchmal unter die Zivilbevölkerung mischen. Da braucht es eben viel mehr Intelligenz, um zu gucken, ist das jetzt ein legitimes Ziel, diese Person dort oder nicht. Diese Unterscheidung ist grundsätzlich ein großes Problem. Ich glaube, es kann gelöst werden. Außerdem machen auch menschliche Soldaten solche Fehler. Mein Ziel ist, dass die autonomen Roboter weniger Fehler machen als Menschen, nicht, dass sie perfekt sind. Ein grundsätzliches Gegenargument ist die ethische Frage, können wir es Maschinen übertragen, zu entscheiden, ob Menschen getötet werden oder nicht. Also es gibt eine ethische Position, die sagt, man hat das Recht, von einem Menschen beurteilt zu werden und nicht von einer Maschine.